ja, Jungs, Mädchen da draußen, Kinder, Erwachsene, egal was, ja, hier steht er. Der hat jetzt an jedem Kreuz, hat Pablo gesagt, wo man eine Ausstattungsoption wählen kann, hat der ein Kreuzchen gehabt oder nicht? Genau, richtig, das ist einmal volle Hütte. Aber komplett? Tutto completti. Das heißt, der hat Leder, der hat die großen Leichtmetallfelgen, der hat Full LED, der hat, ist ein Diesel, ein Benziner? Ist ein Benziner mit 140 PS. 140 PS, das ist ein X-Seed mit 7 Jahren Garantie. Zulassung war 18. März 2021, also gerade erst zugelassen. Und die Garantie hat angefangen von 7 Jahren zu laufen am 18. März. Genau, richtig. Knackige 3 Tage. 3 Tage bis jetzt, ja. Muss man sagen, zeig mal CO2-Effizienz. Das ist jetzt der Power-Motor, der hier dabei ist. Ein Vierzylinder-Motor mit 140 PS, 103 kW. Genau. Und 5,9 Liter kombinierten Spritverbrauch, Turbo natürlich und die CO2-Effizienzklasse B wie Bertha. Also ein richtig tolles Fahrzeug. Was heißt denn volle Hütte gegenüber den anderen, die wir jetzt gezeigt haben? Was hat denn bei den anderen gefehlt noch? Was bei Kia natürlich immer schön zu sagen ist, dass die ganzen verschiedenen Modelle, die wir hier haben, schon eine sehr, sehr gute Grundausstattung haben. Was hier bei dem X-Seed allerdings nochmal zusätzlich hinzu ist, ist bei der Platinum-Variante, die wir jetzt hier haben, ein voll elektrisches Glasdach, Vollledersitze mit Heizung und Lüftung. Wir haben einen adaptiven Tempomat auch nochmal drin. Wir haben anklappbare Spiegel. Adaptiver heißt mit Radar, der kennt den Vorgänger. Der bremst und gibt Gas von selbst. Das ist richtig cool, wenn man so mal, ich sag mal, auf einer Landstraße dahinter ist und so weiter. Notbremseassistent hat er? Selbstverständlich, der ist sogar gleichesgehend auch mit drin direkt. Genau, wenn du mal so lieb bist, hol mal gerade die Daten raus, denn das Auto verkauft ihr jetzt für 28.990 Euro. Das ist euer Hauspreis. Preis des ausgestellten Fahrzeuges sind 36.769 Euro. Und man spart über 7.000 Euro bei dem Angebot, nämlich 7.779 Euro. Platinum heißt die Ausstattung, wer sich auskennt. Also der ist jetzt voll. Also für jemanden, der darauf steht, vielleicht vorher, ich sag mal, einen sehr hochwertigen Wagen hatte, vielleicht aus deutscher Produktion. Ihr habt viele Umsteiger, die also jetzt gerade, wenn sie vielleicht ein bisschen älter werden, sagen, ich brauche nicht mehr das Riesenauto, will aber trotzdem eine ganz tolle Ausstattung haben, wie ich das kenne, vielleicht von meinem Edelauto, was ich mal hatte. Da bin ich hier richtig, oder? Definitiv, definitiv. Wir haben beim X-Seed hier eine sehr, sehr schöne Ausstattung drin. Wir haben, wie gesagt, auch alles mit drin. Ne? Es gibt nichts, was hier irgendwo... Genau, hör mal auf, wir gucken mal rein. Das Coole ist, ich habe einen höheren Einstieg. Ich habe einen richtigen, ich sag mal, kleinen SUV, ein CUV. Genau, ein Compact Utility Vehicle, wie man so schön sagt. So, das heißt, ich kann also damit einiges machen. Ich habe eine Reling mit dabei, eine Automatik ist schon mit drin. Nicht nur irgendeine, sondern eine 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe-Automatik. Das heißt, das Schalten kann ich der Automatik übergeben und ich habe 7 Jahre Garantie mit drin. Das heißt, großes Soundsystem? Genau, natürlich. GBL, wie wir es aus den anderen Modellen vorher auch schon gesehen haben, haben wir hier das GBL Soundsystem drin, was Bestandteil dieser Ausstattung auch schon ist. Sitzkühlung? Genau, wir haben eine Sitzheizung und Sitzkühlung. Wir haben einen voll elektrischen Fahrersitz, also sprich in alle Stellungen, wo man hin möchte, sage ich ganz einfach mal, fährt das Auto komplett Leder. Volllederausstattung. Und was wir hier bei dem Fahrzeug auch haben, als einzigste bei den ganzen Tageszulassungen, ein voll virtuelles Cockpit. Ein voll virtuelles Cockpit. Das heißt, ich habe keine analogen Drehzahl-Sachen mehr und so weiter. Hat jetzt 108 Kilometer, eine Probefahrt hat er hinter sich, das muss man auch sagen. Das ist, wie er hier steht, aber ich sag mal, das ist ein Auto, wenn Sie wirklich vorher vielleicht eine Luxusklasse gefahren haben und kommen hier rein, Sie werden nichts vermissen. Also der hat wirklich alle Helferlein, eine Rückfahrkamera mit drin, rundum Park. Hat der Birdview von oben? Natürlich, der hat alles. Ehrlich? Der hat eine Rückfahrkamera drin, Parksensoren vorne und hinten, die jetzt hier bei dem Fahrzeug im Großen und Ganzen, wie halt eben auch bei einer oberen Kamera, Hindernisse anzeigen. Okay. Er guckt aber nicht von oben aufs Auto. Nee, 360 Grad haben wir hier nicht mit drin. Okay, das war die Frage. Die gibt es beim X-Seed leider gar nicht. Die ist gar nicht bestellbar. Gut, jetzt muss man sagen, das hier ist ja auch von der Klasse her, ist kein großes Auto, ist ein handliches Auto. Die Frage, braucht man das da? Nein. Die Länge von dem Auto ungefähr? Auf 4,40 Meter circa. 4,40 Meter, also ein sehr kompaktes Auto. Design kam erst raus vor knapp über einem Jahr. Ist also ein ganz neues Modell, also kein Auslaufmodell, ganz im Gegenteil. Was ganz Neues, was Kia konzipiert hat. Ich meine, der SUV-Boom, der geht ja nach wie vor immer weiter. Und hier haben wir definitiv ein Modell, was den SUV-Charakter trägt
aber gleichzeitig neben dem SUV-Charakter auch noch sehr viel Platz und, wie soll man sagen, Kompaktheit mit sich bringt. Okay, ein tolles Stadtauto also. Und das heißt, ich kann es überall einsetzen. Habe auch die nächsten Jahre natürlich Ruhe durch die 7 Jahre Garantie. Da ist alles mit drin, außer die Batterie. Ich glaube, das Navi hat nur 3 Jahre, Batterie hat 2 Jahre. Das Navigationsgerät hat einen extra Hersteller, beziehungsweise es ist ein Tablet, was dort hinten dran steckt. Das wird von einer anderen Firma produziert und dementsprechend nur im Kia geliefert. Und gleichzeitig gibt es deswegen aufgrund des Zulieferers keine 7 Jahre Garantie auf das Navigationsgerät. Also was nicht mit drin ist. Muss, ja. Bei allen Fahrzeugen hat man noch nie ein Navigationsgerät gehabt, was bisher kaputt gegangen ist. Ne? Das kann man natürlich nie sagen, aber bei den Fahrzeugen, die mir bisher veräußert haben, war das nicht der Fall gewesen. Genau, macht das jetzt seit 6 Jahren, das heißt, ihr habt wenig Stress mit den Autos. Kia war ja am Anfang bekannt für die großen SUVs. Dann sind mehr und mehr Autos nachgekommen, muss man sagen. Also viele, viele kannten Kia von den SUVs, die ja sehr, sehr günstig sind, aber die hier, ich sag mal, die Fahrzeuge, die sieht man jetzt immer öfter auf der Straße. Das heißt, immer mehr Kia oder immer mehr Leute entscheiden sich für 7 Jahre Garantie. Wir haben beim Kia, oder besser gesagt bei der Marke Kia mittlerweile, einen sehr, sehr europäischen Charakter, was so dieses typische koreanische, japanische im Großen und Ganzen ablegt. Auch wenn man sich die Karosserieform von diesem Fahrzeug hier anschaut, denkt mal an einen Stuttgarter Kumpan, der etwa gleiche Karosserieformen trägt und auch ein Fahrzeug in der Kompaktklasse ist. Nur, dass wir halt hier eben ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, was kombiniert ist mit einem großen Punkt Sicherheit durch die 7 Jahre Garantie, die hier inkludiert sind. Hast du schön gesagt. Also gut, ich filme schon ein paar Jahre jetzt mit dir und das Thema 7 Jahre Garantie heißt, keine Verschleißteile mit drin. Das heißt also klar, wenn ich natürlich bei 100.000 Kilometern die Kupplung habe, so lange schleifen lassen, bis sie irgendwann mal endlich kaputt ist, ja, die ist da nicht mit drin. Was auch nicht drin sind, sind Reifen oder Bremsbeläge oder... Die typischen Verschleißteile sind hier nicht mit drin, das ist ganz klar, wie bei jeder Herstellergarantie eben auch. Aber sonst prinzipiell alles. Also sprich, wenn der Scheibenwischermotor nach 6,5 Jahren und 147.000 Kilometer der Geist aufgibt, ist da noch Garantie drauf. Genauso eben wie auch auf dem Radlager. Das haben wir vor kurzem noch gehabt. Ein Radlager auch? Genau, ein Radlager von einem ProSeed mit 149.000 Kilometer, also sprich kurz vor Ende, hat das Ganze von Kia übernommen bekommen. Ne? Also ja. Das zeigt dir doch nochmal vom großen Ticken Kulanz der Marke. Okay, das heißt, das Getriebe ist natürlich mit drin, genau. Die Garantie dann ist mit drin. Zum Beispiel hier vorne das Display ist mit drin, wenn das mal kaputt gehen sollte. Ist ja voll elektronisch. Genau. Das Radio hat 3 Jahre Garantie. Das ist nämlich, ich sag mal, ein Zulieferer, aber auch der hat 3 Jahre Garantie. Du hast ja schon gesagt, da gab es wenig Stress. Ansonsten, ich sag mal, gibt es die Bedingungen nochmal genau auf der Seite. Die Wartungsintervalle, wie sind die? Die muss man natürlich einhalten, die Wartung? Genau, richtig. Damit man die 7 Jahre Garantie auch vollständig nutzen kann, sollte man die Inspektionen jedes Jahr machen. Das sind alle 15.000 Kilometer und 12 Monate die typischen Ölwechsel, die der Hersteller vorgibt, beziehungsweise halt eben eine richtige Inspektion nach 2 Jahren und 30.000 Kilometer. Okay, super. Und da gibt es ja auch ein Heft. Aber das ist auch nicht jetzt wesentlich mehr oder teurer. Also ich glaube, ihr habt mal einen Vergleich angestellt mit vielen anderen. Also auch die Inspektionspreise sind absolut im Rahmen. Definitiv human. Definitiv human. Wir sprechen hier bei Inspektionspreisen bei diesem Fahrzeug Pi mal Daumen für die kleine Inspektion von 150 bis 220 Euro und bei einer großen Inspektion, je nachdem wie hoch der Wartungsumfang ist, zwischen 250 und 350 Euro. Ja, also Xceed in der Platinum-Version als Benziner 140 PS, also tolles Auto. Zeig dir mal kurz das Angebot bitte. Wenn du es nochmal raushaust, dann filme ich es gerade nochmal ab für alle Freunde des Standbildes. 28.990 Euro und wie es hier steht, 36.769 war der Listenpreis. Jetzt der Hauspreis 28.990 macht einen Rabatt von 7.779 Euro. Und wenn Sie nicht gleich bezahlen wollen, Sie können ihn haben für 249 Euro im Monat bei einer Anzahlung von etwa 2,5. So, da stehen nochmal alle Details drauf. Das ist eine Laufzeit von 60 Monaten. 3,5% ist effektiver Jahreszins. Oder man kann ihn auch finanzieren, wo man will. Man kann ihn auch bar bezahlen. Das hier ist auch nur ein Beispiel von der Finanzierung. Wir können auch noch andere Beispiele darstellen. Es ist immer, genau, wir können das Fahrzeug auch leasen. Das ist auch eine Variante. Das hier war jetzt aber im ersten Augenblick mal die günstigste Variante, weil hier keine Ratenschutzversicherung oder sonstiges mit inkludiert sind. Okay, das heißt also, Ratenschutz heißt, ich werde arbeitslos oder sowas. Ist das Ratenschutz? Bei Ratenschutz ist Todesfall, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit eben abgesichert. Ist das viel teurer eigentlich? Das macht im ersten Sinne eigentlich nicht so viel aus. Allerdings sind doch schon immer 2.000, 3.000 Euro, je nachdem wie hoch die Finanzierungssumme ist halt eben. Ne?
Kann man hiermit abschließen. Dementsprechend hat man auch direkt einen günstigeren Zinssatz. Wie das aber eben auch so zur Sparkasse Volksbank gehen, mir da finanzieren. Oder bei der Oma. Ist also, ich kann den hier auch Cash kaufen, wie er hier steht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Genau, das ist einfach nur ein Finanzierungsbeispiel. Da sind wir ganz individuell und freuen uns auf jede Beratung, die wir tätigen dürfen. Ja, Pablo, deine Rufnummer? Ist die 06831 94030. Ja, wir sind beim Autohaus Klein in Saarlouis. Komm, wir zeigen nochmal gerade euer tolles Gebäude. Seit 6 Jahren macht ihr jetzt Kia Roundabout. 6 Jahre circa und 60 Jahre gibt es das schöne Autohaus. 60 Jahre gibt es aber das hier nicht, das habt ihr neu gebaut. Das ist noch gleich 60 Jahre. Genau, neben gehalten, ne? Ganz viele kennen euch ja von Namen Toyota Klein, muss man sagen. Und genau. Das Ganze ganz am Anfang wart ihr, glaube ich, mal an der Tankstelle oder so irgendwas. Das war deutlich vor meiner Zeit gewesen, da kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel zu äußern. Aber ich weiß, dass das Autohaus Klein über 60 Jahre gibt und seit 60 Jahren immer noch familiär geführt. Und dementsprechend ist dieses Familiäre auch hier ein großer Punkt. Ja, da steht es nochmal, genau, 7 Jahre Garantie. Und hier sind alle Autos nochmal in der Übersicht. Insgesamt haben wir 7 Stück, 5 haben wir jetzt gezeigt, 2 haben wir noch drin, die haben wir noch vor uns. Aber es sind alles Exceeds? Genau, es sind alles Exceeds. Alles klar, danke fürs Einschalten. Tschüss.